Seid herzlich gegrüßt zu einem neuen Kraftwerk. Es war ein Spruch, der im 15. Jahrhundert geboren wurde und der dann ganz viele Häuser zierte. Er wurde regelrecht berühmt. Ich leb und weiß nicht, wie lang. Ich sterb und weiß nicht, wann. Ich fahr und weiß nicht, wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Der Dichter Detlef von Lilienkron nannte diesen Vers: Welch heidnisch herrlicher, unsäglich rührender Spruch. Martin Luther nannte diesen Vers den Reim der Gottlosen. Und er fühlte sich genötigt, daraufhin einen Gegenvers zu dichten. Und der klingt so: Ich lebe, solang Gott will. Ich sterbe, wann und wie Gott will. Ich fahre und weiß gewiss, wohin. Mich wundert, dass ich so traurig bin. Und natürlich, die ersten drei Zeilen würden wir unterschreiben, bei der vierten werden wir stutzig. Mich wundert, dass ich so traurig bin. Und plötzlich wurde mir klar, was Luther eigentlich sagen wollte. Er deutet mit dieser letzten Zeile an, dass der Christ in dieser Welt letztlich nie die echte, wahre Erfüllung, sein wirkliches Zuhause finden wird. Deshalb ist er letztlich in dieser Welt immer wieder mit diesem Gefühl des Heimwehs und damit der Traurigkeit verbunden. Aber, ihr lieben Freunde, egal was hier die Dichter zusammengeschrieben haben, mich begeistert die herrlich tröstende Lebensperspektive, die unser Herr Jesus uns gibt. Von ihm heißt es in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, Leben im Überfluss. Und das ist das Lebensgefühl, das in uns aufsteigen darf. Und ich glaube, niemand hat es schöner ausgedrückt als Hans-Dieter Hüsch, ein Kabarettist, ein gläubiger Mann. Er hat geschrieben: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Großartig. Und das gilt auch dir heute. Niemand und nichts wird dich aus seinen Händen der Liebe reißen. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.